Hallo. So, heute will ich dir zeigen, wie du Zeiten berechnen kannst. Also vor allem, wie du berechnen kannst, wie viel Zeit vergeht zwischen zwei Uhrzeiten. Zum Beispiel, wenn du weißt, wann du einen Film angefangen und aufgehört zu schauen hast, dann kannst du errechnen, wie lang war jetzt zum Beispiel der Film oder wie lange hast du für eine gewisse Aktivität gebraucht und so weiter. Also du brauchst eigentlich immer nur einfach zwei Uhrzeiten. Am besten im 24-Stunden-Format. Das kennst du bestimmt schon. Das ist ja auf den meisten Digitaluhren heute auch schon so. Also damit meine ich, 2 Uhr Nachmittag ist 14 Uhr, und genau diese Art der Uhrzeit benutzen wir heute auch. Also dieses 24 Stunden, die 24-Stunden-Uhr. Okay, lass uns mal ein Beispiel rechnen. Fangen wir an mit, nehmen mal an, du hast um 13:25 Uhr einen Film angefangen und der war um 15:16 Uhr fertig. Und du willst jetzt wissen, wie viel Zeit ist denn eigentlich dazwischen vergangen? So. Das kann man auf zwei Arten rechnen. Du kannst es einmal am Zahlenstrahl oder an einem Zeitstrahl so ablesen und dann zusammenrechnen. Das ist eine Mischung aus Ablesen und Rechnen. Oder du kannst es tatsächlich berechnen. Das machen wir dann im zweiten Schritt. Jetzt würde ich dir erstmal kurz erklären, wie du es mit dem Zahlenstrahl errechnen oder rausfinden kannst. So, und dazu malen wir einen ganz normalen Zahlenstrahl auf. Da jetzt eben Zeiten drauf sind, können wir den Zeitstrahl nennen und fangen hier an mit 13:25 Uhr. So, und hier steht 15:16 Uhr. So, das Einfachste, was du machen kannst, ist zuerst einfach mal bis zur nächsten Stunde rechnen, wie viele Minuten sind denn da jetzt noch übrig. Also bis 14 Uhr. Wie viele Minuten sind das? Genau, so von 13:25 Uhr bis 14 Uhr, das sind 35 Minuten, ne? So. So, und jetzt kann man auch ganz einfach weiterrechnen. Wie lang dauert es denn bis 15 Uhr? Das ist einfach nur noch eine volle Stunde. Ups, bisschen weit. So mache ich nochmal neu. Also, bis 15 Uhr. 15 Uhr ist ungefähr hier. Ich male das nochmal ein. So, 15 Uhr. Also das ist eine Stunde. Eine Stunde. So, und dann von 15 Uhr bis 15:16 Uhr ist auch ganz einfach. Das kann man direkt ablesen. Das sind noch 16 Minuten, die da übrig sind. So, 16 Minuten. So, und jetzt musst du einfach nur noch hier oben alles zusammenzählen. Also eine Stunde, das wissen wir schon. Eine Stunde. Und wie viele Minuten, die können wir jetzt noch addieren. 35 plus 16, also hier die 35 plus die 16. Und das rechnen wir kurz aus. 5 plus 6 ist 11, also 1 und 1 gemerkt. Und 3 plus 1 plus 1 ist 5. Das heißt, eine Stunde und 51 Minuten. An Zeit vergeht zwischen 13:25 Uhr und 15:16 Uhr. So, das war jetzt die Zeitstrahlmethode. Jetzt zeige ich dir noch, wie du das auch direkt rechnen kannst. Und zwar geht es folgendermaßen. Fangen wir vielleicht mal mit einem einfachen Beispiel an. Wenn du glatte, volle Stunden voneinander abziehst, geht es ja ganz einfach. Dann sagst du einfach, du willst zum Beispiel wissen, wie viele Stunden vergehen inzwischen, nehmen wir mal hier neue Farbe, zwischen 15 und zwischen 14 und 15 Uhr, und dann ziehst du die Zahlen einfach voneinander ab und sagst 15 minus 14 und das kannst du ausrechnen und das ist 1. Oder du sagst, ich will wissen, wie viel Zeit denn vergeht zwischen 13 Uhr und 21 Uhr. Also einfach 21 minus 13 und das kannst du ausrechnen und das ist dann 8. Das heißt, 8 Stunden vergehen zwischen 1 und 9 oder 13 Uhr und 21 Uhr. So, wenn wir jetzt aber mit normalen Uhrzeiten reden, die auch Minuten beinhalten, dann ist es ein klein bisschen komplizierter, aber es geht da relativ einfach. Den Trick zeige ich euch gleich. So, und zwar schreiben wir mal zwei Uhrzeiten aus. Also wir nehmen wieder unser Beispiel von vorhin. Wie viel Zeit vergeht zwischen 13:25 Uhr
Und 15.10 Uhr, also 15.10 Uhr, die größere Zahl bei der Subtraktion oben, 15 Uhr, oder die, in dem Fall die spätere Zeit, also 15.16 Uhr minus 13.25 Uhr. So, und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das nicht so rechnen wie bei der normalen Subtraktion oder bei dem normalen Abziehen, weil wir haben es hier einmal mit Stunden zu tun und hier einmal mit Minuten und die funktionieren nicht genau gleich. Also, wir haben schon gesehen, die Stunden können wir ganz einfach voneinander abziehen. 15 minus 13, das wäre relativ einfach. Und die Minuten können wir auch für sich genommen voneinander abziehen. In dem Fall haben wir aber eine Zahl oben, die ist kleiner wie die unten. Das heißt, wir können das nicht direkt abziehen. Wir müssen zuerst von einer größeren Zahl, von der 5 hier, was ausleihen oder eine Anleihe machen. Also wir leihen uns hier eine Stunde aus. Aus der 5 machen wir eine 4. Also die Stunde leihen wir uns aus und schreiben die hier in die, fügen die dieser 10 Minuten hinzu und müssen jetzt aufpassen, weil, dass wir die richtig schreiben, wie viele Minuten sind denn eine Stunde? Eine Stunde sind 60 Minuten, das heißt, wir können hier noch 6 Zehner Minuten hinzufügen und dann haben wir hier eine 7, das heißt, aus 16 Minuten werden 76 Minuten. Okay, ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend. Gut, und dann führen wir einfach ganz normal unsere Subtraktion durch. Also 6 minus 5 ist 1, 7 minus 2 ist 5 und 4 minus 3 ist 1 und 1 minus 1 ist 0. Das heißt, 1 Stunde 51 kommt hier als Ergebnis raus, genauso wie wir es eben auch schon am Zahlenstrahl oder am Zeitstrahl abgerechnet hatten. Okay, super, machen wir noch eine andere Aufgabe, ein anderes Beispiel. Und zwar fangen wir auch nochmal mit dem Zahlenstrahl an. So, mein Zahlenstrahl ist immer ein bisschen krumm. Da muss ich, glaube ich, einfach noch viel mehr üben, bis der richtig schön gerade wird. Also 9.16 Uhr fangen wir an zu zählen und 20 oder 22.17 Uhr wollen wir aufhören. Wie viel Zeit vergeht dazwischen jetzt? Also wie wir vorhin das auch schon gemacht haben, wir können jetzt erstmal bis zur vollen Stunde rechnen, bis 10. Und erstmal überlegen, wie viele Minuten vergehen. Bis 10 vergehen 44 Minuten. Ne? So, 44. Oh, hier will jemand ein Update machen. Das klicke ich mal weg. Sorry dafür. So, 44 Minuten. Dann können wir einfach rechnen bis zur letzten vollen Stunde. Das ist die 22. Also bis 22 Uhr und bis dahin vergehen genau 12 Stunden. So, der ist lang. 12 Stunden. Ja, das hätten wir jetzt auch noch kurz rechnen können. 22 minus 12. 22 minus 10 ist 12. Und dann können wir noch überlegen, wie viele Minuten bleiben übrig. Und das können wir wieder ganz normal ablesen. Also von 22 Uhr bis 20:17 bleiben natürlich genau 17 Minuten übrig. So, und jetzt müssen wir nur noch unsere 44 und 17 Minuten zusammenziehen, zählen. Und dann kommen hier 61 Minuten raus. Das heißt, als Ergebnis hätten wir, wenn wir jetzt nach dieser Methode vorgehen, ganz einfach 12 Stunden und 61 Minuten. So, jetzt ist es aber so, dass eine Stunde ja nur 60 Minuten hat. Das heißt, was wir eigentlich machen sollten, ist aus den 61 Minuten, 60 Minuten wandeln wir um in eine Stunde und zählen die hier dazu. 13, machen wir 13 draus und hier machen wir dann nur noch, haben wir dann nur noch eine Minute übrig. Also das tatsächlich richtige Ergebnis, was hier am Ende rauskommt, ist 13 Stunden
Und eine Minute. Gut, ich hoffe, das ist für dich und so alles einleuchtend und du kommst damit gut zurecht. Wichtig bei den ganzen Aufgaben nur nochmal zur Erwähnung ist, dass du die ganzen Zeiten immer als 24-Stunden-Uhrzeit aufschreibst, also hier 10 Uhr Abend zum Beispiel auf jeden Fall als 22 Uhr aufschreibst und nicht als 10, sonst funktioniert die Rechnung nicht. Da gibt es zwar auch eine Möglichkeit, wie du das umrechnen kannst, aber wir benutzen sowieso fast alle die 24-Stunden-Uhr. Von der Seite erkläre ich dir einfach diese Methode jetzt erstmal. Falls ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Und ansonsten viel Spaß damit. Tschüss.